Moin Moin Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio Folge 150 und vielleicht der letzten. Wir werden sehen, ihr werdet es am Ende dieser Folge wissen, beziehungsweise wenn es dann auch nochmal weitergeht oder nicht. Wie gesagt, es ist eure Entscheidung so ein bisschen mit, machen wir weiter oder lassen es wie es so langsam mal gut sein, das Ding hätte ein... Das Ding hätte einen Block weiter runter gemusst. Warum ich hier noch die roten haben will, ist eine Linie mal leer, könnten sie theoretisch auf beide gehen, beziehungsweise wir ja, hier bei den Kupfer brauchen wir es jetzt nicht, durch den anderen hier vorne vor, was wir jetzt aber erstmal brauchen, das wäre der Scheibenhonig. Ja, ist ja gut, ist voll. Kann ich nichts dafür. Bist du doch selber schuld, mein kleiner Freund und Kupferstecher? Oh, schön. Wir bringen es wieder zurück. Jetzt sitzt er schon wieder an. Ah! Gut, wir haben Kupferkabel. Die könnten natürlich Kupferkabel auch erstmal irgendwo in zwei große Kisten oder so reinklatschen. Oder in vier große Kisten. Hat man einen kleinen Vorrat. 1, 2, 3, 4. Zack, zack. Zack, zack. Ja, und jetzt machen wir hier wirklich endgültige Spielereien und Notlösungen. So. Da sind sie. Das heißt, ihr produziert jetzt durchgehend und macht die da hoffentlich folglich leer. Und wenn das dann weg ist, dann können wir hier... Kriege ich das schon irgendwie hin? Ich habe schon eine Idee, wie ich das hier verkabeln würde, dass es dann per Fließband da hochgeht. Das kriegen wir gewupsert. Wow, die Jungs sind zwar flott, aber nicht flott genug anscheinend. So gut, das läuft. Für Grün brauchen wir... genau das Problem haben wir nämlich jetzt hier auch. Schön ist, sind wir, haben wir noch was frei? Ja, wir haben noch Kapazitäten. Wir haben noch ein paar Kapazitäten. Das ist also gar kein Problem. So. Das würde ich sagen. Machen wir mal. Als Copypaste. Als Copypaste hier hin. Ja, das dann so, das dann so. Ja, passt. Mit einem Unterschied. Das muss ich gleich mal abändern. Ihr sollt hier nämlich jetzt was anderes herstellen. Nämlich ihr macht jetzt Dida. Die Dida Bohlen macht ihr jetzt. Was? Wir haben keine. What? Also erstmal das da und dann das da. So. Ja, ja. Pieps, 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 pieps. Was fehlt mir denn? Im Endeffekt Eisen. Da soll es eigentlich nicht dran scheitern, ne? Ich glaube, Eisen haben wir hier oben genug, den wir verballern können. Dann werden wir nicht mehr leben, die mal für die Chips brauchen. So. Ist eigentlich egal. So, so. Muss das sowieso dann noch besser gemacht werden. Da eine Anforderungskiste. Jawoll. Wie mache ich das denn jetzt mal? Genarf. Okay, hier könnten wir den rausreißen und das machen, was ich gerade vorhatte. Was ich sage da. Aber gleichzeitig zack, 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 zack. So viele brauchen. So viele brauchen wir dann aber auch nicht. Zuck, zuck. So.
Okay, dann hätten wir die. Und du, da forderst jetzt mal an. Bitte Eisenplatten. 4800. Bams. Jetzt haben sie erstmal ein bisschen zu tun, die kleinen Armen. Die Ormen kleinen. So, 1, 2, 1, 2. Kleiner Chips-Zwischenspeicher. Kein großer, aber immerhin. So, ein paar hiervon brauchen wir auch noch. Und als nächstes müssen wir die dann da hochführen. Wir brauchen ganz viele Förderbänder. Dass ich mal die Dinger herstelle wieder, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich könnte natürlich auch nach Hause gehen und erstmal ein paar holen. Wäre vielleicht die schnellere Lösung. Ja. Beiß da unten mal rein. Und das soll erstmal mal den Knick da sowieso aus der Optik. So, zack, zack. Ich hoffe, das klappt hier gleich irgendwie, aber müsste es ja, ne? So, lala. Zack, zack. So, dann ist das schön doppelt. Hier passen wir auch durch. Alles Klärchen. Ja, ich glaube, wir sollten einfach mal ein paar Förderbänder holen. Damit das schneller geht. Und am besten wäre natürlich, wenn wir hier oben schon alles auf blau machen würden. Aber ja, sind wir mal ehrlich, das ist noch weit, weit entfernt von uns. Da brauchen wir noch viel, viel mehr von dem blauen Gedöns. Machen wir schneller. Ja, ich hole. Ich hole. Bis das gecraftet ist, da habe ich hier aber schon die Lara, ne? Was? Okay, das haben sie gleich leer, oder wie? Ihr seid auch im 2 zu weit. Ey, wir haben ein paar Förderbänder. Okay. So richtig viel ist es nicht mehr. Das heißt, hier können wir schon mal gucken. Bevor wir das nämlich machen, da brauche ich auch wieder Förderbänder für. So. Warum haben wir da noch eins über? Hier, weg damit. So. Da ist schon mal ganz gut. Das kommt weg. Und jetzt machen wir die theoretisch wieder hin. Und zack. La 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 la. Ja, komm. Ach, ernsthaft? Ja, okay, in der Zeit, wie wir Förderbänder holen, sollen sie da mal weitermachen. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Alarm, nicht genügend Platz im Logistiknetzwerk, bla bla bla. Ich merke nicht, wenn das Ding genug hat und will, ja. Und vielleicht sollte man es vielleicht nur auf 4700 stellen, dass da einer theoretisch als Puffer frei bleibt. Ist vielleicht besser. So, das heißt die... Alter Finne! Boah, hier war aber mal... Wie sind die denn hier zwischengekommen? Ja, also das nenne ich mal dreist. Das nenne ich mal ganz dreist. Ja, ich glaube, wir brauchen ganz viele Raketen. Und da die Überlegung ist, man könnte ja diese Welt auch als reine, also zumindest dann vielleicht die Achievement-Jagd und das Stream-Weltmäßig machen. So sagen, das Stream-Baller kann man wenigstens doch schön Schabernack machen. Alexa, bestell Katzenfutter! Ich sag jetzt nichts ohne meinen Anwalt. Ich selbst schweige. So. Der ich selber bin, aber ich schweige mich aus. Bringt mir Förderbänder! Wo bleibt ihr? Also, ihr seid immer echt Schlafdrohnen und keine nichts anderes, oder?
Energie passt noch. Auch Energie wird richtig übel. Da müssen wir, oh, da kommen sie endlich. Da müssen wir so drastisch aufrüsten. Eieiei. Oh, oh, es geht los, oder? Mit dem Plastik. Ja, eigentlich haben wir ja noch genug. Eigentlich müssten wir noch mehr als genug haben. Wahrscheinlich einfach nur nicht genug Drohne. Nee, Logistik ist... Logistik ist ja nicht so... Ist nicht so... So, zack. Jetzt haben wir was ganz Mieses. Wir pushen hier mal so ein bisschen und hauen die einfach wieder raus. Ich habe jetzt extra keinen Grün genommen. Falls doch nochmal was produziert wird, dass es dazwischen rutschen kann. Dann gibt es hier ordentlich Module. Dankeschön. Was produzieren wir jetzt hier eigentlich pro Minute? 174. Viel, viel, viel zu wenig. Ich sehe die Blauen gar nicht. Hä? Ich sehe die Blauen nicht. Wo sind hier die Blauen? Oh Gott, da sind sie schon hingerutscht. 28, okay, steigen sie? Nö, 27. Junge, 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 Junge. Na gut. Na gut. So, was braucht man da oben? 1001 Förderband, ne? Oder auch 1002. Nehmen wir beides. So, wie sieht's hier aus? Habe ich noch gelb? Ne, haben wir nicht. Dann... Her damit. Pieps, 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 bla bla. Blups, blups. So, zack, zack. So, hier, da. Ich glaube, damit kommen wir erstmal ein bisschen hin. Ich gucke mal, wie es da unten aussieht. Mit unserer Rakete. Oh, die scheint langsam aber sicher doch fertig zu werden. 63%. Es fehlt Raketentreibstoff. Ernst? Jetzt kommen sie schon wieder da. Oh, Mann, geschießen. Wie meint der gute Magellan? Ich freue mich schon, wenn du doch noch die Nuke wirfst und dich dabei selbst sprengst. Aber auch nur wegen den Gegnern. Auch nur deswegen. Am besten gleich 20. So ringsherum alles so gezielt einsetzen, dass alles, was rot ist und uns nervt, weg ist. Fuck auf Fallout. Möge der radioaktive Niederschlag nach uns sein. So als Abschiedsgruß. Wir steigen jetzt in die Rakete. Auf Wiedersehen. Ja. Ach ja, das wisst ihr schon gar nicht mehr, dass da mal einer stand. Okay. So, ich hoffe, ich habe auch genug Munition noch eingesackt. Gib die Blauen her. Ja, Maus und Kuh gleichzeitig ist der Kuh. So, halt, stopp. Kohle alle. Kohle alle. Mama lieber die Kohle. Mit brauner Sohle. Was? So. Ja, hier, komm, da hast du. Nun gib aber Ruhe. Ja, und da müsste eigentlich auch so Rondell hin. Also sprich von hier wieder zurückgehen und da wieder an, dass sie... Nein, das lassen wir mal sein. Zu lang. Da habe ich hier einfach fehl geplant, könnte man sagen. Nö, eigentlich auch nicht. So, da geht's raus. Und dann geht's wieder rüber. Ich habe genug Stahl dabei. Das kriegen wir da oben, das kriegen wir da oben. Alles eigentlich in Ordnung. Fällt mir was ein? Das müssen wir mal machen. Wie sieht es hier nämlich aus? Weil hier kommt viel zu wenig rein. Und bis der voll ist, das wird nämlich hier das Problem auf Dauer. Ich bringe nicht mehr genug. Und ich glaube, er fährt erst bei voll. Das heißt, wir machen jetzt mal anders. Zeit vergangen. Und er soll... Also zwei Minuten... Wenn er 2 Minuten wartet. Und dann... Nee, ist, Hauptsache, es kommt schnell genug Öl irgendwie rüber. Rübert! So, ja, 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 bin gleich da. Bin doch gleich da. Nicht genügend Platz in Logistik. Jetzt weg. Ja, das passt mir jetzt an. Da wird jetzt 4700 gegeben und dann hören sie hoffentlich auf rumzunerven. Aber besser als meinen Versuch. Ich habe hier versucht, auch mit den Drohnen, ja,
ein vernünftiges Netzwerk aufzubauen mit so ein, zwei Ideen. Da gedacht, das können wir ja mal testen. Vielleicht klappt es ja. So. 4700. Zack. So. Nehmen wir da einen noch raus. Fiebst du jetzt immer noch rum? Also wenn du jetzt immer noch fiebst, würde ich mich echt wundern. Hm. Ja, fiebst, fiebst. Warum? Wo? Oh, willst du mich... Hä? Die Drohne ist doch durch, ist die. Ja, geil. Jetzt habe ich mir gedacht, dass das jetzt passiert. Jetzt muss ich wieder gucken. Study bitte. Ja. Das habe ich mir fast gedacht, dass das wieder schief geht hier, ne? Guck mal hier, die drei da, die können da auch rein. Na, juckt. So, jetzt aber. Da kommt's. Da kommt's. Da kommt noch mehr. Die sind jetzt ja erstmal beschäftigt wie nichts Gutes. Die zweite Linie. Gucken wir auch gleich mal. Das werde ich schon mal hier so anfangen. Ja, ist, ich glaube, die nehmen wir nochmal weg. Sonst kriegen wir das Ding nicht leer oder weg. Das wäre ja genauso doof. So, das heißt, hier werden jetzt schon mal die ersten grünen Chips produziert. Das sind aber auch bei weitem nicht genug. Aber die Idee geht. Man könnte jetzt das Ding hier halt länger ziehen. Viel, viel länger. Warum habe ich immer so viele Logistikdrohnen in der Tasche? Hast du Logistikdrohnen in der Tasche? Hast du immer was zu Lasche? So, alte Bauernweisheit. Das Ding da. Ja, gut. Da. Das da wollte ich. Wo haben wir denn das denn? Selbstgemeuchelte. Das hatten wir doch da. Da haben wir es. Das heißt, ich baue das schon mal hier mit auf. Ich gucke mal. Sorry, Jungs, ihr müsst leider mal weichen. Ja, gut, das geht auch noch. Das geht alles noch. Zack, zack, 10 davon. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Und wo hatten wir jetzt das doofe Ding? Nein. Ja. Ja, fast. Als erstes das da nehmen wir mal weg. Dann nehmen wir die Reihe mal weg. Ich denke, sieht das doch ganz gut aus. Und vielleicht machen wir die auch nochmal weg. So, zack. Ah, verdammt, die hätte ich sogar echt drin lassen können. Aber so kann er anfangen zu bauen. Und die können dann gleich noch mehr machen. Noch eine Reihe. So, Bams. Das sollte hoffentlich erstmal reichen für grün. Pieps, pieps, Schnauze, Schnauze. Jetzt gibt's was drauf. Wo piepst denn hier rum? Ich glaube, es piepst. So, die da. Und zack, 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 zack.
Ups. Ups, ups. Ups, ups. So, viel Spaß beim Ansortieren. Und, ah, er hat ihn leer. Er hat ihn leer. Juhu. Das heißt, wir können diese Ecke hier auch noch fertigstellen. So nicht. Sondern eher so. Zack, das geht dann nach dort. Dann ist hier alles toll. Und wir sind natürlich auch noch wundervoll. So, raus. Raus, raus, raus. Raus. Darum haben wir ja raus, raus schon. Jetzt machen wir hier noch so ein paar Rausies. Und dann haben wir das auch geschafft. Also die grünen Produktion haben wir auf jeden Fall schon mal angeplustert. Als nächstes kämen die roten, für die wir dann ja Plastik brauchen. Ja, und das heißt, wir müssen auch um die Ölreserven hier befreien und dann anlegen. Das wäre also dann die nächste Aufgabe, wenn es in dieser Welt weitergeht. Jetzt hätte ich doch Lust. Verdammt! Jetzt hätte ich doch Lust, so ein bisschen weiterzumachen. Oh, Jäckchen. Ihr seid schuld. So, komm, mach mal ein bisschen. Kannst du nicht mal ein bisschen schneller machen da? Guck mal, viel zu wenig. Bist voll langsam. So, lalala. Nein. Das funktioniert auch nicht. Ich habe gerade überlegt, aber da liegt auch bloß auf dieselbe Seite. So. Da haben wir das mal kurz weggemacht. Wir haben jetzt viel zu viel von den Dingern drin. Wir warten jetzt mal, bis wir die verbraucht haben und führen sie danach. Dann können wir das hier machen. Dich lasse ich vielleicht sogar noch dran. Nee, eigentlich nicht, ne? Ja gut, doch, vielleicht vorsichtshalber, falls mal eine ausfällt oder so, dass dann beide noch da sind. Hier haben wir auch die erste leer. Juhu! Hab da immer noch nicht? Ich dachte, ich hätte gesagt, ihr sollt... Was fehlt dir denn? Häusen! So. 1, 2, 1, 2. So. Wie sieht es hier inzwischen aus? Fast leer. Alles klar, wir können wieder nachfüllen. So wird langsam weniger. Das wird alles immer teurer. Lalala. Vor allem das hier 5000. Boah. Das wird so übel, wenn ich das fertig forschen werde hier. Oi, 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 oi. Ja, jetzt ist das billigste ist die noch. Also zack, danach sind es eh nur noch tausender Bereiche. Brauchen wir nicht. Interessant, interessant. Ach ja, kein Wunder, dass es interessant ist. Da fehlt ja was. Da fehlt ja noch ganz viel was. Da fehlt nämlich die roten Erbchen doch. Ich wundere mich, warum das vollläuft. Und sich gar nichts bewegt hier. Im Übrigen. Ich habe. So, jetzt macht das. Wie gesagt, ihr sollt das da machen. Lalalala. Gut. So, jetzt stimmt's. Jetzt ist alles korrekt. Jetzt müssen wir es nur noch halt gleich mit roten Ärmchen versorgen. So, macht ihr mal erstmal die roten Ärmchen. Das ist sehr nett. Ich bin euch sehr verbunden. Und dann können wir die Dinge wieder herstellen. Und hier mal erstmal wieder hier den großen Rennemax. Upsala.
Kupfermeer. So. Viel Spaß, mein Freund und Kupferstecher. Ich hätte trotzdem mal wieder ganz gerne hier so... Oh. Nee, ja doch, Gepär. So, haben wir 200 dabei, das sollte erstmal für unsere Bedürfnisse reichen. Die sind so langsam, die sind so langsam. Das ist auch schön. Irgendwie hat es was Feines, wenn die Ärmchen immer noch nicht nachkommen. Ja gut, das haben wir theoretisch gemacht. Wir müssen die ganze Forschung hier noch machen. Das wird noch lustig, das wird noch schön. Und theoretisch können wir dann halt auch, wenn wir Überproduktion haben, von irgendwas hier auch nachlegen, ne? Beziehungsweise die dann dahin bringen, wo sie gebraucht werden. So. Zack, 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 zack. Nein. Nein, habe ich gesagt. Zack. La 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 la. Und la. So. Da kommt viel zu wenig Kupferdraht. Viel zu wenig. Ich glaube, wir müssen auf blau gehen. Kann es echt sein, wir müssen hier blau machen? Und vielleicht sogar noch mit deutlich mehr... Ah! Knaff! So. Weiter kommen wir jetzt erstmal nicht. Die sind jetzt natürlich flotter beim Raushauen. Sie können ab und zu ablegen, aber nicht immer. Ich glaube, auch hier müssen wir echt auf blau gehen. Wir brauchen blaue Förderbänder. Damit das überhaupt irgendwie geht, brauchen wir es aber. Zur Not müssten wir hier auch noch ein bisschen optimieren. Gucken wir gleich. Gucken wir gleich. Nein, gucken wir beim nächsten Mal. Kann ich schon mal sagen. So, die Grünen produzieren wir. Theoretisch müssen wir als nächstes, wie gesagt, rot aufbauen. Ja, und da haben wir hier oben ja noch so ein paar nette, freundliche Spießgesellen und ganz viel Wald. Ich wünsche mir gerade etwas ganz Bestimmtes. Ich weiß, ihr werdet heulen. Ah, oh, die gute Brennmunition. Ich werde mir, glaube ich, mal wieder einen Panzer bauen und einfach mit nur zum Wald drohen. Für nichts anderes. Der wird rein zum Waldroden gebraucht und dann ist gut. Kohle habe ich auch nicht dabei, das heißt, da muss das eh erstmal craften. Kohlklima müssen wir auch noch anbauen. Gut. Ich gehe mal wieder gen Heimat. Da wir jetzt ja noch nicht wissen, wie wir nun hiermit verweilen. Werden wir mal gucken, ob Rocket ready ist. Wie gesagt, wenn wir wirklich weitermachen, wie gesagt, okay, mach weiter, das wollen wir auf jeden Fall. Ist doch ganz unterhaltsam, wie auch immer. Wenn du voll mit deinen Fails, ich weiß ja dann immer wieder, ne? Was war denn das, ne? Ihr eure Monitore anschreit. Und so weiter und so fort. Da weiß ich, ich mache irgendwas richtig. Oder wollte er nicht? Und dementsprechend, das muss man ja auch noch mit berücksichtigen. Also, wie gesagt, ihr entscheidet mit, weitermachen oder jetzt doch mal langsam gut sein lassen. Wir jagen jetzt auf jeden Fall einen von unseren zwei Fischen hoch, wenn die Rakete fertig ist. Haben wir hier noch eigentlich irgendwo... Führe den Panzer in Mexiko. Ich kann hier nicht durch, ich bin zu schnell. Da, genau hier. Brennstoff. Der gute Brennstoff, den brauche ich. Ah, und lass mich hier nochmal raus aus dem Elend. 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 Ah, Elend. 1, 2, 3, 4. Für unseren Panzer haben wir das hier. So, das heißt, hier bräuchten wir jetzt theoretisch die da. Böser wird's, wenn wir das Zeug anfangen zu brauchen. Okay, hier haben wir noch so ein paar.
Gut. Rocket. I'm the Rocket Man. And yes, the Rocket Man can. Oh, hier ist auch schon wieder leer und leer und leer. Es ist alles so leer. Kein Kupfer mehr. Hallo? 70%. Ey, du willst mich jetzt aber rollen hier, oder? Du willst mich jetzt hier rollen. Du verhinderst hier gerade den Start. Weil die hier Coine von denen hast. Jetzt holen wir nochmal neue. Ich hoffe, jetzt ist er schnell genug. Hallo Zug! Ja, mit der größeren Umladestation, das ist das. Also es gibt schon ein paar Dinge, die reizend sind, vor allem weil wir in einer neuen Welt, das muss man ja auch bedenken. Würden wir halt wieder bei Null anfangen. Also wie gesagt, theoretisch zwei Sachen hätten wir noch. Oder sagt ihr wirklich, jetzt haben wir die so lange ertragen. Jetzt wollen wir auch noch, dass du dieses Technikverrückter mit uns zusammen machst. Dann ist gut. Das kann ja wohl nicht angehen. Okay, Drauschow. Ah, jetzt sind sie voll, aber sie sind zu langsam. Ich hab da mal was vorbereitet, meine Freunde. Ich bin jetzt ungeduldig. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Obwohl ich gerade reizen würde, auch Raketentreibstoff in den Panzer reinzutun. Wir nehmen ihn jetzt und das werden wir jetzt, wie gesagt, noch abwarten. Wir schießen einen Fisch hoch als Zeichen. Zur Not haben wir ja zweiten Fisch, ne? Also der eine Fisch wäre jetzt so gesehen das Zeichen, dass wir hier an dieser Stelle es gut sein lassen. Der zweite Fisch wäre dann, falls es doch noch weitergeht, ihr sagt, ey, komm, wir machen weiter. Jetzt haben wir dich, wie gesagt, so lange ertragen. Jetzt wollen wir auch, dass du einen Technikverrückt noch mit uns machst. Dann soll es so sein. Dann ist das euer Wunsch. Und dann möchte ich auch keine Beschwerden hören, weil hier, seht ihr? Kupfer fängt an. Kupfer fängt richtig massiv an, Probleme zu machen. Und auch Eisen. Obwohl, das wird hier, glaube ich, nicht passieren. Ich zeige auch gleich nochmal, glaube ich, einfach nochmal kurz die andere Welt. Wir sagten, die ja primär für die Achievements auch weitergemacht wurde. Ein paar Sachen rumexperimentiert und ansonsten ging es da ja nur noch um die Achievements, die zu kriegen. Alleine das mit Metall hinzubekommen, dass wir da... Uiuiui, sage ich euch. Uiuiui. Immer noch nicht fertig. Immer schon wieder leer hier. Es kann aber nicht... Kann doch wohl nicht angehen. Da habt ihr nochmal 100. Ich hole mir nochmal welche. Ich glaube, ich mache da oben mal so eine ganze Kiste leer und stopp die da jetzt rein. Boah. Ja, wir waren weit genug weg. Trotzdem, aus Reflex. Aus Reflex einfach anhalten und kurz zusammenzucken. Die Züge sind einfach böse. Nun komm. Da. So, die vier, die ich behalten wollte für die Panzer. 94%. Los! Coco, Gachetto! Wo haben wir hier eigentlich noch blaue Ärmchen? Das ist doch grausam. Auch das ist zum Beispiel eine kleine Optimierung, ne? So, da kommen wir jetzt auf 95. Jetzt kommt schneller. Hey. Ich bin ungeduldig. Ich will das jetzt. Nein, du kriegst mich nicht. Nein. Ich spiel gerade fangen mit der Drohne. Nein. Und dann haut's ab. Hey, komm zurück. Ich bin auch jetzt lieb. Okay. So, erstmal Drohnen ärgern. Skynet wird sich rächen. Komm. 97%. Oh, kann ich nicht doch Raketentreibstoff in einer Hosentasche herstellen, damit es schneller geht? Oh, das ist doch... Nee. Das, wenn das bei uns so lange ist... Ja, komm.
98, 20 Stück noch. Go, 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 go. Ich gehe gleich aufs Klo, Klo, Klo. Nee, was? Keine Ahnung. So, wie gesagt, wir könnten hier mal... Bisschen Rocket. Wir produzieren nur noch 3 blaue und... Also, ich muss auch auf eine Minute gehen. 26. Also, es wäre reizvoll. Also, es wäre verdammt reizvoll, es irgendwie hinzukriegen, dass wir da oben mit unserer zweiten Base, die wir da aufbauen sind, diese beiden hier hinkriegen. Gibt es aber einiges, was wir da vorbereiten müssen, bevor da wirklich die Produktion losgeht. Ja. Die Vorbereitungen laufen. Der vielleicht finale Start. Wird es ein Wiedersehen geben? Wird es das letzte Mal sein, dass wir uns in dieser Welt sehen? Nein! Nein. Es sollte keine Rakete sein. Kein Satellit. Dieses Mal... war das Ziel ein Fisch. Ein Fisch wie kein zweiter. Sein Name war Klaus, er war Astronaut und wir schickten ihn von dannen. Mach es gut, Klaus. Grüß den Weltraum. Natürlich werden wir jetzt wieder irgendwo angegriffen. Und schick uns eine Ansichtskarte. Du hast die Rakete gestartet, aber keinen Satelliten vorher eingesetzt. Ja, ich weiß, du Pappnase, aber okay. Ich sage an dieser Stelle. An dieser Stelle sage ich für diese Welt hier. Erstmal das da. Ups. Und dann sagen wir noch einen ganz kleinen Blick in die Testwelt. Wie gesagt, nur einen ganz, ganz kleinen Blick. Den wollen wir mal kurz riskieren, dass ihr seht, was ich da alles für Rons schon fabriziert habe. Ja, wir haben hier inzwischen, das, weil das Eisen war leer, dementsprechend größere Eisen, mehr Kupfer. Ja, lalalala. Das hier ist besonders schön. Wie bekommt man ein 400.000 pro Stunde Achievement zusammen, wenn hier unten kaum Eisen produziert wird, weil es kaum verbraucht wird? Ja, sieht, ich hab's Lager leer gekriegt inzwischen. Beide sind komplett leer. Ja. Man baut einfach mal ein riesen Gestaltkistenlager nur für Eisenplatten und schließt die beiden Enden an und schießt da alles rein. Das Ding habe ich dreimal erweitert. Ja, und was wäre, wenn hier in dieser Welt ist inzwischen alles Solar? Ich kann es mal zeigen. Wir haben 5600 davon, wir haben 4800 davon. Die Dinger laufen gar nicht, weil die sind aber nicht mehr angeschlossen. Und das ist auch energiemäßig schon knapp. Hier seht ihr ja alles weg. Die Kohle hat inzwischen leider auch schon Knappigkeiten gehabt. Das heißt, hier ist auch schon anderes Kohle eingeschlossen. Was das Öl angeht. So, jetzt können wir mal kurz gucken. Hier unten hat sich nichts habe ich nichts probiert. Ja, man sieht hier, Andersol ist groß. Andersol ist größer. Andersol ist mächtig. Und das Ölfeld. Alles hier oben rein, damit hier irgendwie ganz viel Plastik produziert wird. Und guckt mal, ist das nicht schön? Skynet lebt. Skynet hat die Welt übernommen. Und man sich jetzt fragt, das zum Beispiel hat das Armageddon hier mal gepostet den Tag über Twitter-PN. Und meinte dann, wieso ich so viele von diesen Dingern hier stehen habe. Die Erklärung war ganz klar. Die Dinger sind halt kein Mod, sondern Standard. Sie haben also nur 4 Ladestationen. Und wenn man hier mal so 1200 Drohnen rumfliegen hat, oder zu dem Zeitpunkt 700, jetzt habe ich wenigstens mal ab und zu hier so ein bisschen gut, 400 gerade sogar. ja. Da braucht man ein paar mehr, damit die nicht hier Schlange stehen, sondern auch permanent am Geistern sind. Und wie man sieht, ist hier halt hier oben alles über Skynet gelöst. Scheiße, jetzt hier nicht noch mehr Drohnen habe, aber hier, auch das kennen wir ja schon. Und hier so die kleinen Anfänge haben wir natürlich auch. Das sehen wir gerade auch nicht. Das ist für reine Verteidigungslinie, weil wie gesagt, sie immer wieder von hier rüber geschießern kommen und haben mir dann hier mein Kupferfeld zerfressen. Hier hinten haben wir das dicke Eisenfeld. Ah, hier haben wir so ein ganzes... Hier, so sieht hier inzwischen die Mauer, die Verteidigungsmauer aus. Donald Trump wäre stolz auf uns.
da ist bisher auch noch kein Beißer an die Mauer dran gekommen. Ob grün oder sonst was. Die werden nur grün verneit. Und das gleiche ist hier oben. Kleinere. Ah, hier haben wir doch. Einer hat hier mal. Und hier musste halt noch nichts zum Reparieren, aber okay. Ja, und ansonsten. Wie gesagt, Öl ist ein Riesenproblem. Obwohl hier immer noch genug drin ist, produziert. Die ist da oben nicht genug. Der ist gerade auch hier unten. Zack. Und wie man sieht, wir haben nicht viel drin und das ist 1000 sind drin, 1800. Die sind ruckzuck aufgebraucht wegen dem Plastik und inzwischen laufen hier die noch mit dran und die noch mit dran. Das Ding hier oben, was ihr jetzt nicht seht, Kupferneisen, ist einfach auch nur grüne Chips. Das sind einfach nur grüne Chips, die hier produziert werden, weil ich Eisen verbrauchen wollte. Ah, hier doch so ein bisschen, hier ist er gerade. Ihr seht, die grünen Chips hier werden nur produziert, weil wir das Eisen verbrauchen wollen. Das geht ja auch einmal komplett rum und geht dann hier auch in so ein Kisten, hier da, in so ein Kistenlager rein. Ah, schade, jetzt ist er weg. Das alles nur für diese Achievements. Und hier habe ich halt, da wird ja gerade Robotergeschwindigkeit erforscht. Hier habe ich halt die Begleiterroboterzahl auf 2, auf Stufe 11 hochgebracht, damit ich die 100 Drohnen rausjagen konnte. Ansonsten sieht man ja, ist hier die Forschung noch etwas rückständiger als in unserer Let's Play-Welt sogar. Na gut, was auch daran liegt. Und ja, ich habe hier echt alles verbraten. Es ist nichts mehr da. Und das ist wahrscheinlich auch das, wo wir drauf hinaus arbeiten in der regulären Let's Play-Welt. Wie gesagt, hier mit Skynet, nein, das würde ich da nicht so machen. Es sieht toll aus. Es frisst ein bisschen was an Strom, weil die Drohnen ja auch ganz gut futtern. Aber wie man sieht, es bringt nichts. Wie haben wir hier die Produktion? 48, ist auch wieder gefallen. Das ist so grausam. Aber wir haben hier Grüne fast auf 300 hoch. Oder über 300 im Moment sogar. Das heißt, in der letzten Stunde wurden 15.000 produziert. Und davon 4.000. Hui! Aber es gibt halt hier immer mal wieder irgendwelche Engpässe, wo man sich dann in den Allerwertesten beißt. Entsprechend ist das, so eine Achievement-Jagd für ein Let's Play finde ich halt nicht so doll. Und ich glaube, das kann man auch nachvollziehen. Und wenn man jetzt wirklich noch für alle Forschung, es ist im Zweifel, wenn wir es wirklich hinkriegen, dass die Basen, auch unsere Außenposten, genug gesichert sind, ist es wirklich nur so ein bisschen hin und her gelaufen. Und das ist ja auch langweilig. Und das ist halt der Grund, warum ich mir denke, vielleicht ist es Zeit. Ah, es ist gerade doch ein bisschen später schon, wo ich hier aufnehme. Ah, oh, entschuldigt. Vielleicht ist es Zeit, auf Wiedersehen zu sagen zu dieser doch recht schönen Welt und vielleicht neue Sphären vorzudringen und das hier dann einfach mal im Stream zu machen, wenn man dann vernünftig mit euch labern kann und alles, dann kann man rumflaxen, dann kann man ja auch einfach mal dumm in der Gegend rumstehen, dann macht das auch ein bisschen mehr Spaß. Weil die beiden zu schaffen ist eine echte Herausforderung. Puh. Ja, und hier unten ist halt das große Problem, weil hier unten, oh Gott, wir haben sogar mal Plastik. Das habe ich hier auch schon lange nicht mehr gesehen. Und wie gesagt, das wird so böse, wenn das alles leer ist. Und dann Öl, Öl, Öl hier, Öl, Öl, Öl da. Und wie ihr seht, das Ding, die Dinger sind schon wieder leer. Und er kommt gerade mal an mit, ja, mit 12.000. Was ist das? Das ist nicht viel. Na gut. Ich speichere auch die Testwelt mal. So habt ihr mal gesehen, womit ich mal so ein bisschen rumexperimentiert habe. Und ja, in dem Sinne sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sehen wir uns in dieser Welt in der nächsten Folge wieder. Vielleicht sehen wir uns in irgendeinem Stream wieder oder so. Vielleicht war es das jetzt auch für diese Welt. Und ich versuche einfach noch privat diese Achievements da zu machen. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr für sinnvoll erachtet, wie ihr, was ihr besser findet. Ja, und wie gesagt, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich hatte auf jeden Fall bis hierhin sehr viel Spaß. Danke an alle, die dabei gewesen sind, bis zum Schluss durchgehalten haben oder bis zum vermeintlichen Schluss jetzt durchgehalten haben. Und in dem Sinne, viel, hoffentlich noch, werden wir noch viel Spaß mit Factorio haben. In Zukunft vielleicht in anderen Projekten oder wie gesagt, vielleicht auch hier, vielleicht auch nochmal Vanilla irgendwas. Wir werden sehen. Es gibt ja, wie gesagt, noch zwei, drei Sachen. Das Speedrun gibt es noch, das 100, das Lazy Achievement gibt es noch. Die zu machen ist vielleicht auch ganz unterhaltsam, aber muss ich auch sagen, wahrscheinlich eher Stream als YouTube-LP. Ja, Schluss, Ende, aus, vorbei.
Ich bin für heute raus. Dankeschön. Und ja, aus meiner Sicht einen schönen Abend. Morgen oder was auch immer ihr gerade habt. Tag. Ciao.